Grüß Gott und herzlich willkommen beim KRONE Wahltalk. Er ist das pinke Phantom der Wiener Kommunalpolitik und matcht sich in der Bürgermeisterfrage mit Skandalweltmeister Heinz-Christian Strache. Heute bei uns zu Gast Christoph Wiederkehr von den NEOS. Wir fragen ihn, wie man eine Wahl gewinnen will, wenn einen keiner kennt und welche Pläne er für die Stadt Wien hat. Bleiben Sie dran, viel Spaß! Herr Wiederkehr, herzlich willkommen. Wurden Sie auf dem Weg hierher eigentlich von irgendjemandem erkannt? Ja, ich war Mittagessen beim Karlsplatz in der Nähe und wurde beim Mittagessen zweimal angesprochen auf meine Pressestunde am Sonntag. Das ist innerhalb von kürzester Zeit gab es zwei Personen, die mir auch zugesprochen haben, dass das, was ich mache im Wahlkampf, nämlich auf Bildung setze, ganz, ganz richtig ist. Und da merke ich schon, dass die letzten Wochen hier auch gewirkt haben und man auch auf der Straße immer mehr auch erkannt wird. Von wem wurden Sie da angesprochen? Ich wurde von einem Herrn aus Niederösterreich angesprochen. Da habe ich dann gefragt, was er in Wien macht. Dann hat er gesagt, er arbeitet hier. Und von einem Jungwähler, der uns unterstützt und der gesagt hat, genau das, was du angesprochen hast, ist super, dich wähle ich. Und ich habe gesagt, danke. Und war sehr froh, zwei solche Begegnungen in kürzester Zeit zu haben. Und diese Begegnungen mehren sich jeden Tag, wenn ich unterwegs bin, sprechen mich schon Menschen an. Und da bin ich froh, weil sie mich ansprechen, nicht wegen Skandalen, mit denen ich aufgefallen bin, sondern mit guten inhaltlichen Themen, die ich gesetzt habe, mit Kontrollarbeit der letzten Jahren, was vor allem hier in der Stadtregierung extrem wichtig ist, weil die SPÖ seit Jahrzehnten an der Macht ist und es ihr vor allem um Macht geht. Und diese Macht, die braucht Kontrolle. Und da habe ich beim Krankenhaus Nord, bei der Untersuchungskommission, aber auch bei anderen Gelegenheiten immer wieder gezeigt, dass ich der Einzige bin, der hier genau hinschaut und kontrolliert. Es ist natürlich nicht repräsentativ, aber wir haben 40 junge Männer und Frauen gefragt im Alter von 18 bis 24 Jahren, ob sie wissen, wer Christoph Wiederkehr ist. Nur drei haben gesagt ja, die restlichen haben sie nicht gekannt. Wie will man eine Wahl gewinnen, wenn man eigentlich so unbekannt ist? Über die Themen. Ich möchte gewählt werden über meine Herzensanliegen. Nämlich, wenn man bessere Schulen haben möchte, bessere Kindergärten haben möchte, dann muss man NEOS wählen. Wenn man eine starke Kontrolle haben möchte und ein Ende der Freundelwirtschaft haben möchte, dann muss man NEOS wählen. Und wenn man vor allem auch möchte, dass wieder mehr Arbeitsplätze in dieser Stadt entstehen, weil die Arbeitslosigkeit so hoch ist, dann muss man NEOS wählen. Und das ist natürlich das, dass ich dafür stehe, für diese Themen. Aber NEOS noch mehr ist als nur das, ob ich bekannt bin oder nicht, sondern die Konzepte, die Inhalte stehen im Vordergrund und ich freue mich, dass immer mehr Menschen mich auch persönlich anschreiben, ansprechen und sagen, genau das, was ihr ansprecht, vor allem jetzt in der Krise, ist richtig und deshalb bekommen wir die Unterstützung und das freut mich sehr und im Wahlkampf merke ich natürlich auch, dass von Woche zu Woche und Auftritt zu Auftritt es auch mehr Menschen gibt, die unsere Ideen gut finden und uns dafür unterstützen. Eine repräsentative Umfrage, die wir gemacht haben, gemeinsam mit dem OGM-Institut im August, zeigt, dass in der Bürgermeisterfrage, also wie viele Personen könnten Sie sich vorstellen, dass Sie Bürgermeister sind, Kopf-an-Kopf-Rennen liefern mit Heinz-Christian Strache. Beide liegen Sie bei 5%. Der eine ist ein Skandalweltmeister, Sie nicht. Wie erklären Sie sich das? Herr Strache ist schon sehr, sehr lange in der Politik und dass er noch immer einen Fanclub hat, das wissen wir alle. Ich finde es unanständig, dass er überhaupt noch Politik macht, nach all dem, was er sich geleistet hat. Er hat früher vom Patriotismus gesprochen, aber es ging ihm immer nur um Egoismus. Und jetzt will er wieder an den Futterdruck und kandidiert, aber es gibt anscheinend noch immer genug Menschen, die ihn hier unterstützen. Meine Umfragewerte, ich finde die eigentlich ganz gut. Die haben sich auch gut entwickelt die letzten Monate. Sie freuen sich über die 5% mit Heinz-Christian Strache? 5% in der Direktwahl bei einem Bürgermeister, der sehr viel Zuspruch hat, in einer Zeit, in einer Krise, wo die Regierenden vor allem viel Unterstützung bekommen haben, ist es ein Wert, der sehr solide ist. Auch im Vergleich zu anderen Lokalpolitikern, auch in anderen Bundesländern, die zum ersten Mal antreten, ist es ein recht guter Wert. Natürlich möchte ich mehr und arbeite ich auch daran, noch mehr Zuspruch und Vertrauen zu bekommen. Und da merke ich, es geht in die richtige Richtung, weil von einem halben Jahr war, glaube ich, auch in der Krone, war dieser Wert noch nicht mal bei der Hälfte von dem. Das heißt, ich sehe, die Richtung stimmt, meine Anliegen, meine Konzepte, die kommen an. Jede Woche wieder bringe ich konstruktive, gute Ideen für Wien. Und vor allem kritisiere ich das, was nicht gut funktioniert. Nämlich das Corona-Management zum Beispiel jetzt der Stadtregierung.
das vollkommen scheitert, weil ja, dazu, im Sommer geschlafen wurde. Zu dem Thema kommen wir eh noch. Wir wollen heute ein Spiel mit Ihnen spielen. Gerne. Das Spiel heißt Wer bin ich? Das gibt vielleicht auch die Gelegenheit, Sie etwas bekannter zu machen. Und zwar, wir bringen Ihnen einen Korb mit verschiedenen Gegenständen. Ja. Sie ziehen bitte 5 hintereinander daraus und erzählen uns eine kleine Geschichte zu jedem Gegenstand, der etwas mit Ihrem Leben zu tun hat. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Pferdefigur drinnen ziehen würden, könnten Sie sagen, dass Sie gern reiten gehen oder dass Sie eine Allergie auf diese Tiere haben oder gerne Pferdeleberkäse essen, was Sie wollen. Ja? Mhm. Wir würden Ihnen den Korb bringen und ziehen Sie 5 und erzählen Sie uns einfach ein bisschen was. Sehr gerne, machen wir so. Gerne. Gut. Ich lasse mich überraschen, was im Korb ist. Ja, nichts Gefährliches. Oh, sogar zum Blind hineingreifen. Genau, bitte. Nicht so wie beim Dschungelcamp. Nein, es ist kein Tier drinnen. Also, ich hoffe. Ich darf beginnen. Irgendwas Größeres. Ah, ja, das ist ja nett. Das Einhorn-Fabelwesen. Einhörner, die verwenden wir als Neos schon länger auch, weil Einhorn für Mut, für Visionen, auch für was ein bisschen Ausgefallenes steht. Es gibt halt auch keine Einhörner. Es gibt keine, aber es ist ein Fabelwesen, was für Mut und für Visionen auch steht. Und wir haben selber ein Einhorn, was wir ab und zu durch die Straßen ziehen. Und das habe ich auch schon öfters durch die Straßen ziehen dürfen. Mögen vor allem kleinere Kinder, die dann drauf reiten wollen. Das heißt, dieses Einhorn verbindet mich mit dem Neos-Einhorn. Sehr schön. Dann darf ich das da... Eine Uhr, eine Sanduhr mit der Zeit verbindet mich, wie man sieht. Läuft ab, die Zeit vergeht, erinnert mich ein bisschen an, was ist der richtige Zeitpunkt. Ich persönlich bin kein Morgenmensch. Ich habe morgen einen 6 Uhr Termin im Wahlkampf, über den ich mich nicht besonders freue, weil ich arbeite meistens lang und lieber am Abend auch. Viele Abendtermine. Die Morgenstunde ist nicht so meins. Ich bin eher ein Langschläfer und Abendmensch. Ah, eine Ananasbrille. Ich kann sie auch anprobieren. Passt hervorragend. Ist sehr, sehr, sehr hell. Erinnert mich an Ananas-Fruchtsäfte. Ich bin fast schon süchtig nach Fruchtsäften. Bei mir gibt es immer viele Fruchtsäfte im Kühlschrank, Ananassaft auch sehr gerne, Mangosaft und trinke fast einen Dreiviertel Liter am Tag an Fruchtsäften, Ananas sehr, sehr gerne. Meine Partnerin sagt immer wieder, ein bisschen zu viel, aber ich habe es sehr, sehr gerne. Genau, Zuckergehalt auch. Zuckergehalt, genau, genauso mit Süßes. Ich habe mit euch, war ich beim Konditor als mein Traumberuf der Kindheit, da gibt es irgendwie eine Parallele. Zwei haben wir noch? Zwei haben wir noch. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es Mehl ist, ja. Oder hat vielleicht auch der Strache bei uns vergessen. Am Tisch von Cotenus und von Strache. Mehl, ich sag mal, es ist Mehl. Ich backe recht gerne auch Süßigkeiten. Und das erinnert mich natürlich nur an Mehl und an sonst nichts anderes. Ja, was ist ich es, ja auch so ist gedacht, es natürlich oder? Auch, selbstverständlich. Schauen wir mal. Oh, ein Grablicht. Ja, meine erste Assoziation ist das letzte Begräbnis, bei dem ich war. Das war gerade im Lockdown, wo es dann wieder möglich war, dass 10 Personen zum Begräbnis durften, war eine enge Verwandte von mir in Wien. Das war meine erste Assoziation mit diesem Grablicht. Gut, das ist eine Umleitung, wenn auch eine sehr ernsthafte, zum Corona-Thema. Aber auch passend, ja, natürlich. Ja. Sie sind ja bekanntlich ein Kritiker mancher Maßnahmen der Bundesregierung und auch der Wiener Stadtregierung. Was hätten Sie denn anders gemacht? Ich hätte zumindest den Sommer verwendet, um mich vorzubereiten, weil wir haben im Sommer, im Juli schon gewusst, dass jetzt im Herbst die Infektionszahl wieder nach oben geht. Und die Stadtregierung, aber auch die Bundesregierung, die haben geschlafen. Es wurden nicht Vorkehrungen getroffen,
um jetzt dem Virus auch nachzukommen. Es wird immer nachgelaufen, nachgelaufen, nachgelaufen. Was wir jetzt bräuchten, sind genug Ressourcen, damit man schnell testet, genug testet und vor allem auch nachverfolgen kann, wo man sich infiziert hat. Diese Zahl der Fälle, die man nachverfolgen kann, die ist nur noch bei 50%. Und es ist deshalb so schlimm, weil je weniger Fälle man nachverfolgen kann, desto schneller verbreitet sich das Virus. Und da hat diese Stadtregierung verabsäumt, Ressourcen auch aufzustocken. Im Sommer hätte man Medizinstudenten zum Beispiel anstellen können und anwerben können, damit die auch über die Hotline 4050 mitarbeiten oder mobile Teams aufstocken. Ich bekomme jetzt immer wieder Fälle mit, wo das Testen über 10 Tage dauert und das Ausstellen von Bescheiden 14 Tage. Das sind 14 Tagen, dauert es, bis ein Quarantänebescheid ausgestellt wird. Oft sind die Betroffenen dann schon wieder gesund, wenn sie den Bescheid bekommen, dass sie eigentlich zu Hause bleiben sollen. Es zeigt, dass die Stadtregierung hier viel zu langsam war, im Sommer geschlafen hat, aber es betrifft nicht nur die Stadtregierung, sondern auch die Bundesregierung, die vor allem durch die Corona-Ampel eine unglaubliche Verwirrung verursacht hat. Nicht das Virus verursacht die Verwirrung, sondern die Regierungen, Landesregierung und Bundesregierung, verursacht die Verwirrung. Und das führt auch dazu, dass sich die Leute nicht auskennen. Was gilt jetzt, was gilt nicht, woran muss man sich halten? Und vor allem gibt es keine Planungssicherheit für Betroffene, zum Beispiel Eventveranstalter, die es jetzt besonders schwer haben. War der Lockdown richtig? In erster Linie ja. Wir haben es auch mitgetragen, weil zum damaligen Zeitpunkt und mit dem Wissen, das man damals hatte, war es notwendig, auch rasch zu reagieren und entschlossen auch zu handeln. Das heißt, der Lockdown war richtig, nur der Weg aus dem Lockdown, der war hartschart und der hätte viel besser gemacht werden müssen. Unternehmerinnen und Unternehmer, kleine Betriebe wurden im Stich gelassen. Es wurde sehr, sehr spät oder gar nicht geholfen, auch sehr bürokratisch geholfen. Das ist der Grund, warum jetzt auch die Arbeitslosigkeit in Wien so hoch ist. Wir haben in Wien unglaubliche 15% Arbeitslose. Im Vergleich dazu Bratislava unter 5%, Prag unter 5%, Budapest unter 5%. Hier wurde nicht entschlossen genug geholfen. Es wurde zwar gesagt, koste es, was es wolle, aber die Hilfen haben nicht funktioniert. Vor allem haben wir einen Finanzminister mit Gernot Blümel gehabt, der der schlechteste seit der Zweiten Republik ist. Gernot Blümel ist der schlechteste Finanzminister, den Österreich je gesehen hat. Er hat das Budget nicht richtig hinbekommen. Er hat die Förderungen falsch gestrickt und jetzt gibt er noch der Europäischen Kommission die Schuld, wenn er seine Anträge nicht richtig schreiben kann. Also wir sehen im Bereich der Wirtschaft, aber auch im Bereich der Bildung, der Frage der Schulen, war der Weg aus dem Lockdown sehr hartschart und auch nicht professionell genug. Hätte ich mir ein besseres Management erwartet und vor allem auch die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Es wurden Verordnungen erlassen, die wieder aufgehoben worden sind, Osterlass zum Beispiel, oder es wurden Verordnungen erlassen, die niemand einhalten konnte, wie an der Grenze, dass es dann 15 Stunden Stau gab und jeder ein Papier abgeben musste. Wir sehen, die Schritte nach dem Lockdown waren dilettantisch und das ist schade und traurig, weil vor allem in einer Krise braucht es Entschlossenheit und Verlässlichkeit. Ich möchte mit Ihnen auch ein bisschen über Ihr Wahlprogramm reden. Sie haben ja zum Beispiel die Idee, Sie wollen unterirdische Bäche freilegen. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist ein Beispiel auch aus anderen Städten, wo das schon funktioniert hat, wo man vor allem am Stadtrand Bäche, die jetzt in die Kanalisation gehen, an die Erdoberfläche bringen. Zum Beispiel in der Brigittenau gibt es den Brigittenauer Bach oder in Hernals gibt es die Alz, die man oberirdisch fließen lassen kann. Ich glaube, der Otterkringer Bach wird auch immer wieder. Würde zum Beispiel auch gehen. Es gibt mehrere Bäche, die sich dafür eignen würden. Und der Vorteil davon ist, wenn man die Bäche an die Oberfläche bringt, ist das eine natürliche Kühlung. Und wir wissen alle, die Hitzetage werden mehr, die Sommer sind sehr heiß in Wien. Hier die Bäche an die Oberfläche zu bringen, würde eine natürliche Kühlung bringen, von bis zu 10 Grad in der Umgebung. Und es würde auch die Umgebung attraktivieren. Zum Beispiel in der Brigittenau wollen wir den Bach nach oben bringen und da an der Seite des Baches auch einen Fahrradweg zum Beispiel bauen. Oder in Hernals könnte man Gastronomie in der Umgebung auch des Baches ansiedeln. Das würde die Umgebung extrem aufwerten. Und das sind echte Lösungen, die gegen den Klimawandel, gegen die Hitze in der Stadt. Und die Grünen im Gegensatz dazu machen einen Pop-up-Aktionismus mit Sprühnebel oder einem Pool am Gürtel. Das sind keine nachhaltigen Lösungen. Ich möchte hier nachhaltige Lösungen und im Vergleich, das Gürtelpool würde gleich viel kosten wie 3 Kilometer Bäche, die man nur Oberfläche bringt. Und ich bin mir sicher, die Bäche sind besser investiertes Geld.
Jetzt sind das aber keine schönen romantischen Bäche mehr, sondern das ist grindigster Kanal. Ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht, weil wir den Otterkringer Bach angesprochen haben. Das ist der Otterkringer Bach aktuell. Ja. Was haben Sie sich da jetzt vorgestellt? Hier ein bisschen Gastronomie und hier ein Sandstrand und hier ein Kanuverleih? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das stimmt, dass es jetzt so ausschaut, weil die Bäche in die Kanalisation gehen. Und wir wollen, dass die Bäche, bevor sie in die Kanalisation fließen, an der Erdoberfläche fließen. Also in Hernals gäbe es da ein paar Kilometer des Weges, der Bach an der Oberfläche fließt, natürlich noch nicht in der Kanalisation, und dann erst in die Kanalisation geht. Das heißt, dieses Bild ist erst dann in der Innenstadt, wenn der Bach unterirdisch fließt. Davor ist es Quellwasser, das ist frisches Wasser, meist aus dem Wienerwald zum Beispiel bei der Alz. Und dieses frische Wasser wäre dann sogar so, dass man dort spielen kann, auch mit dem Wasser spielen kann. Und das würde die Umgebung abkühlen und auch aufwerten. Unabhängig davon, ob man darin jetzt spielen kann oder nicht. So werden wir sich nicht eignen. So werden wir die Klimakrise ja auch nicht lösen. Was haben Sie für weitere Ideen? Es sind viele Maßnahmen, die man auf lokaler Ebene setzen muss, um auch gegen die Klimaerwärmung anzukämpfen. Unsere große Forderung ist ein Klimaschutzgesetz. Wir haben in der Stadt noch immer keinen klaren Rahmen für Klimaschutz. Dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage, dafür setzen wir uns seit Jahren ein. In so einem Klimaschutzgesetz wird dann festgelegt, wie viel CO2-Emissionen wir uns in Wien leisten können und vor allem über welche Maßnahmen wir CO2-Emissionen einsparen. Über mehr Solarenergie zum Beispiel, über einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Hier haben wir ganz, ganz viele Initiativen. Eine Idee von uns ist der S-Bahn-Ring um Wien. Gibt es zum Beispiel in Berlin, ist dort sehr, sehr beliebt. Wir haben die Schieneninfrastruktur, es wird allerdings nicht verwendet. Wir wollen einen S-Bahn-Ring rund um Wien haben, dass man auch neue Verbindungen schafft und Menschen dadurch leichter vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Weil ich möchte das nicht über Verbote, sondern über Anreize und dafür braucht es eine sinnvolle Verkehrsplanung. Anderes Thema, Sie fordern auch eine recht wirksame Politikerhaftung. Zitat aus Ihrem Programm: Politiker sollen gesetzlich für ihre Taten im Amt Verantwortung tragen und für entstandene Schäden unter strengen Bedingungen haften müssen. Nehmen wir zum Beispiel den Bauskandal Krankenhaus Nord, der am Ende mehr als 500 Millionen Euro zu viel gekostet hat. Wer sollte dafür wie haften? Die Verantwortliche ist für mich klar. Sonja Wesseli war die zuständige Stadträtin über 10 Jahre. Also man sollte Jahre sich die 500 hinweg. Millionen Euro von der Sonja Wesseli holen. Oder? So einfach ist es auch nicht, aber es geht um eine prinzipielle Haltung. Nämlich, dass Politikerinnen und Politiker, die etwas verbocken, wie beim Krankenhaus Nord, auch dafür verantwortlich gemacht werden. Und bei der Sonja Wesseli und beim Krankenhaus Nord sieht man, dass das Gegenteil der Fall ist. Weil sie sagt bis heute, ein Erfolgsprojekt, das hat ja eh alles funktioniert, dass es 500 Millionen Euro mehr gekostet hat, den Steuerzahlenden. Dafür möchte niemand Verantwortung übernehmen in dieser Stadt. Und der strafrechtliche Rahmen, der ist zu hart, zu schwer. Wir brauchen auch eine Politikerhaftung, so wie es in Unternehmen auch normal ist. Weil das, was in einem Unternehmen an Haftung angemessen ist, das soll es bitte auch in der Politik. Weil wenn Politiker solche Bauprojekte versemmeln, dann sollen sie bitte auch dafür eine Verantwortung, eine Haftung übernehmen. Und diese Haftung wird schlagend bei groben Vergehen und bei wissentlichem Falschhandel. Und dann können Gerichte das festlegen, wie hoch auch die Haftung sein soll. Aber wer soll sich den Job eines Politikers noch antun, wenn ich am Ende nicht weiß, komme ich ins Gefängnis oder bin ich pleite? Das ist so, wie man fragen würde, wer würde denn noch in einem Unternehmen Verantwortung übernehmen, weil man ja dann haften kann dafür. Das ist doch das Normalste im Leben, dass man für ein falsches Handeln auch haftbar gemacht werden kann. Das ist bei jedem Staatsbürger auch so, dass ein rechtswidriges Verhalten auch zu Sanktionen führt. Und ich möchte, dass der gleiche Maßstab, der in der Wirtschaft gilt, auch in der Politik gilt. Warum mir das so wichtig ist, ist, weil ich eine fehlende Verantwortungskultur in der Politik sehe. Politiker wollen oft nicht verantwortlich sein, nicht schuld sein an etwas. Es wird an die nächste Periode oder an die Periode davor verwiesen oder an den Koalitionspartner, aber man selbst ist ja nie verantwortlich. Und ich finde, es braucht mehr Verantwortungsethos, mehr auch Eingeständnis der Politik, dass Fehler gemacht werden. Und es geht nur damit, dass auch eine Politikerhaftung eingeführt wird, weil die würde ganz, ganz sicher zu mehr Verantwortungsgefühl auch bei Politikern führen. Sie fordern ja auch den Bau einer neuen Justizanstalt. Ja. Wäre die dann nur für Politiker? Ich glaube, so viele Politiker muss man damit nicht verhaften. Und die Haftungsfrage, die ich meine, ist eine finanzielle Strafe. Aber natürlich auch als Ultima Ratio
gibt es im Strafrecht auch Freiheitsentzug für Politikerinnen und Politiker. Sollen nicht anders behandelt werden als andere Menschen. Bei der neuen Justizanstalt geht es mir aber um was anderes, nämlich darum, dass wir in Wien sehr veraltete Gefängnisse haben und sehr schlechte Zustände in den Gefängnissen haben. Und es führt dazu, dass im Gefängnis sehr viel Gewalt auch ausgeübt wird, dass die Arbeitssituation dort auch für die zuständigen Beamtinnen und Beamten sehr schlecht ist und dass vor allem auch Kriminalität in den Gefängnissen floriert. Wir brauchen modernere Gefängnisse, wir brauchen ein neues Gefängnis, damit vor allem Resozialisierung auch wieder möglich ist. Ich möchte, dass Menschen, die ins Gefängnis kommen, danach im Idealfall wieder Teil der Gesellschaft werden können. Und es funktioniert nur dann, wenn es ein gutes Konzept gibt, wenn es auch gute Gefängnisse gibt. Die Wiener Gefängnisse sind überfüllt und überfordert. Bleiben wir noch kurz beim Thema Sicherheit. Sie setzen sich ja auch, laut Wahlprogramm zumindest, sehr gegen die Gesichtserkennungssoftware ein. Warum eigentlich? Das würde doch auch die Chance hören, dass Sie auf der Straße endlich einmal erkannt werden, oder? Ich möchte keinen Überwachungsstaat haben. Das ist ein liberales Prinzip, gegen das ich seit langem kämpfe. Ich möchte keinen Überwachungsstaat. Ich möchte einen gläsernen Staat, aber keinen gläsernen Bürger. Und so eine Überwachungssoftware würde dazu führen... Aber wenn ich nichts verbrochen habe, muss ich mich ja das ist immer so ein gefährliches Argument. Wenn man nichts verbrochen hat, dann hat man auch nichts zu verbergen. Ich zumindest in meinem Leben habe einiges, wo ich nicht möchte, dass ich rund um die Uhr überwacht werde. Vor allem, ich möchte nicht, dass die Regierung, auch Kritikerinnen und Kritiker, vollkommen überwachen kann. Und in Österreich ist die Gefahr nicht so groß wie in Weißrussland, aber sie ist auch da. Weil die Mächtigen, die dürfen die Bevölkerung nicht rund um die Uhr kontrollieren. Weil mit dieser Macht des Kontrollierens kann auch ein Machtmissbrauch einhergehen. Und das möchte ich nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger hier so überwacht werden. Ein bisschen möchte ich mit Ihnen noch über Koalitionen sprechen. Mhm. Sie haben vor längerer Zeit gesagt, Sie könnten sich einen unabhängigen Bürgermeister vorstellen. Dann haben Sie wiederum gesagt, Sie würden gern mit der SPÖ koalieren oder sind zumindest ein verlässlicher Partner. Andererseits wieder plakatieren Sie sich als Oppositionsführer. Wissen Sie selber nicht, was Sie wollen? Doch, ganz klar. Mir geht es in der Politik darum, zu gestalten und auch Verantwortung zu übernehmen. Und das ist der Grund, warum wir seit der Gründung auch bei NEOS den Anspruch haben, auch mitzuregieren und mitzugestalten. Und bei dieser Wahl ist klar, Michael Ludwig wird Erster. Und die Frage ist, wer wird der Koalitionspartner? Und ich möchte so stark werden, dass in der Koalition ausgeht und vor allem, dass wir die Kontrolle auch in der Regierung sind. Weil kontrollieren kann man nicht nur in der Opposition, sondern echte Kontrolle ist vor allem in einer Regierung wichtig. Das haben halt die Grünen nicht gemacht, aber das würde es mit uns geben. Wir werden der SPÖ ganz genau auf die Finger schauen und vor allem sind wir Taktgeber bei Themen. Wir würden Bildung, wir würden gute Schulen und gute Kindergärten in den Mittelpunkt stellen und vor allem endlich die Freundelwirtschaft in Wien abstellen. Das ist der klare Fahrplan, dass ich mitgestalten möchte, war schon immer der Fall und wir haben es bisher in der Opposition gemacht, als Oppositionsführer. Wir haben hier in der Opposition vorgegeben, wie Kontrolle funktioniert und wollen genau das Gleiche jetzt in einer Regierung machen und dort auch mitgestalten. Ein Dorn im Auge sind Ihnen da ja auch bekanntlich die nicht amtsführenden Stadträte. Die würde es ja in einer Koalition, wie Sie sagen, mit Ihnen nicht geben oder Sie würden sie zumindest abschaffen wollen. Die teuersten Arbeitslosen Wiens, wie Sie sie immer wieder nennen. Was verdienen Sie eigentlich im Monat? Ich verdiene mehr als nicht amtsführender Stadträte in Wien. Kann jeder Wiener, kann jede Wienerin auch online einsehen. Ja, Sie sind ja für Transparenz. Verraten Sie es uns heute. Ich verdiene netto über 6.000 Euro. Also ich verdiene recht gut als Clubobmann einer Partei und Landeschef einer Partei. Aber mir geht es ja nicht um eine Neiddebatte, ob Politiker jetzt zu viel oder zu wenig verdienen, sondern es geht mir darum, zu zeigen, dass es sinnlose Versorgungsjobs gibt. Nämlich Jobs in der Politik, die keine Aufgabe haben. Ich habe genug Aufgaben, das kann ich Ihnen sagen, auch genug zu tun. Nicht amtsführende Stadträte haben kein Ressort. Ursula Stenzel verdient 9.000 Euro im Monat, ich nenne sie die teuerste Arbeitslose Wiens, weil sie eben fürs Nichtstun Geld bezahlt bekommt. Und das ist vor allem in einer Krise problematisch, wo Geld so dringend gebraucht wird. Geld gebraucht wird für Bildung, Geld gebraucht wird fürs Gesundheitssystem. Und da gönnt sich Wien einen teuren, aufgeblähten Politikapparat mit nicht amtsführenden Stadträten, aber auch mit 46 Bezirksvorsteher-Stellvertreter zum Beispiel, die niemand braucht. Wir haben mehr Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Wien als Schulpsychologen. Und das ist ein falsches Verhältnis, weil wir müssen in die Zukunft investieren und nicht in Versorgungsjobs für Politiker.
Zum Abschluss hätte ich noch 5 Fragen an Sie. Sie werden ja im Wahlkampf eine Reihe von dämlichen Fragen beantworten. Ich hätte da welche. Okay. Welches sinnlose Talent haben Sie? Ein sinnloses Talent. Also manche können ja das Alphabet rülpsen zum Beispiel, oder? auf Wunsch rülpsen geht auch, also würde ich nicht als Talent bezeichnen. Mein sinnloses Talent ist, ich bin ein sehr, sehr guter Risikospieler. Es gibt da eine App und ich bin da unter den Top 1% der Spieler. Gut. Ein sinnloses Talent, aber ich habe es anscheinend. Gratuliere. Welcher Song beschreibt Ihr Leben? Ich sage, weil ich es von gerne habe, Pussy Baby von Wanda. Waren Sie mit Ihrem Konto schon einmal im Minus? Ja, öfters, als Student sogar sehr, sehr häufig. Ich weiß, was es bedeutet, auch mit wenig Geld zu leben. Haben Sie schon einmal gestohlen und wenn ja, was? Ich habe in meiner Kindheit, ja, von meiner Schwester irgendetwas und habe sogar dafür gebeichtet, weil an meiner Schule Beichten quasi noch Pflicht war. Kann mich sehr gut daran erinnern, weil das keine schöne Erinnerung war. Sie fordern eine Landeshymne für Wien. Bitte sagen Sie uns die erste Strophe. Ich möchte einen offenen Wettbewerb haben, wo jeder etwas einschicken kann. Das klingt schon ziemlich trocken, diese Strophe. Ja, ein bisschen, aber ich möchte es ja nicht vorgeben, sondern jeder kann das machen. Und vielleicht etwas, woran ich mich orientieren würde, ist eine Falco-Musik. Das würde gut dazu passen. Vienna Calling zum Beispiel oder Rock wie Amadeus. Das sind 2 Titel, die sehr gut zu Wien passen. Am Ende unserer Sendung haben wir immer den Kandidaten gezogen, der als nächster drankommt. Sie sind der Letzte, das heißt, es schließt sich der Kreis mit Bürgermeister Michael Ludwig. Was ist das Positive an Bürgermeister Michael Ludwig? Michael Ludwig ist ein Mensch, der sehr verbindlich ist, der auch versucht, auf Augenhöhe mit Menschen zu reden, auch auf Augenhöhe mit anderen Politikerinnen und Politikern kommuniziert, und das schätze ich an ihm. Was ist das Negative an Michael Ludwig? Er ist etwas träger in seiner politischen Arbeit, nämlich ich sehe keine echten Visionen, ihm geht es vor allem darum, die Macht zu erhalten und nicht mehr um das Machen. Und diese Visionen, die braucht es so dringend in dieser Stadt. Was würden Sie tun, wenn Sie morgen im Körper von Michael Ludwig aufwachen? Ich würde als erstes mich um die Wiener Kindergärten und Schulen kümmern. Ich würde mal dorthin gehen, Gespräch suchen mit Leuten, die sich dort wirklich auskennen. Zum Beispiel Melissa Erkurt, die hier jetzt ein Buch darüber geschrieben hat. Die treffen und schauen, wie ich wirklich die Kindergärten und Schulen voranbringe. Weil das sind die Startrampen für die Kinder, das sind die Startrampen für ein gelungenes Leben. Gut, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und auch wenn nicht, gehen Sie bitte am 11. Oktober wählen. Es geht um unsere Stadt. Vielen Dank, bleiben Sie gesund.